Magnifizenz, Spektabilitäten, liebe Frau Oberbürgermeisterin, lieber Eggers, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ehrengäste und vor allen Dingen liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ein besonderes Grüß Gott, wie man ja bei uns sagt, gilt Katrin Göring-Eckardt. Sehr schön, dass du heute hier bist. Im Namen der Universität und des Universitätsvereins möchte ich Sie zur Weihnachtsvorlesung 2018 begrüßen. Der Titel: Das Prinzip Heimat, Zugehörigkeit und Solidarität. Hier hinter uns läuft ein Jahresrückblick und die Studierenden werden gleich in ihrer Begrüßung diesen Jahresrückblick noch etwas interpretieren und vielleicht deutlich machen, was im Jahr 2018 besonders und speziell gerade für diese Generation der hier jetzt aktiv an der Universität tätigen, aber auch sicherlich für alle anderen, die in eurer Generation sind, gewesen ist. Dabei können Sie sehen, dass für die Universität Bayreuth einige ganz wesentliche Neuerungen auch Teil dieses Jahres gewesen sind und der nächsten Jahre werden. Eine Fakultät für Ernährung und Gesundheit in der Kombination mit einem weiteren Standort in Kulmbach, der Medizincampus Oberfranken mit dem Klinikum Bayreuth, der Medizinischen Fakultät Erlangen und dem Klinikum Erlangen, das Exzellenzcluster Afrika Multiple, Batteriezentrum und ich könnte noch einige andere Dinge nennen, die alle, wenn man es genau nimmt, ein Zentrum haben, nämlich die Lebenswissenschaften. Das irritiert meine Fakultät der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften natürlich erstmal. Dann sagen die, ist der jetzt auf Abwege geraten? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bin ich nicht. Ich vielmehr bin überzeugt, dass wissenschaftliches Arbeiten, und das zeigt sich an diesen Weiterentwicklungen, dem Leben dienen soll, letztendlich sozusagen alle Fachgebiete sich orientieren an dem, was für die Zukunft, was für das Zusammenleben, was für die Menschen und, wie es demnächst wieder in der Weihnachtsgeschichte heißen wird, für den ganzen Erdkreis von besonderer Bedeutung ist. Man könnte sagen, alles, was wir an der Universität tun, aber sicherlich auch in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, ist auf diesen Fokus konzentriert. Wie wir miteinander umgehen, in welcher Art und Weise wir die Lebensrealität unterstützen. Und das sind die Themen, die uns gerade zum Ende des Jahres und auch in den nächsten Tagen dann zu Weihnachten und zum Jahreswechsel besonders Orientierung geben können. Denn das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die für unsere Studierenden im Mittelpunkt steht, wenn man an die Universität geht, nämlich Orientierung zu finden. Und da mag es ja auch gerade in der Wissenschaft einige Personen geben, den Respekt vor dem Wunder des Lebens mehr oder weniger in den letzten Jahren verloren haben oder auch ganz aktuell. Der Eingriff, der vermeintliche Eingriff, von dem man gar nicht weiß, ob er stattgefunden hat, am menschlichen Genom zum Beispiel, ist so etwas. Aber auch andere Orientierungen und Wertorientierungen, die uns wichtig waren, scheinen mehr oder weniger verloren zu gehen oder verloren gegangen zu sein. Zehn Gebote waren, wenn ich es richtig sehe, weit über die jeweiligen konfessionellen und religiösen Grenzen ein guter Orientierungsmaßstab. Wenn man mal das achte Gebot nimmt, kein falsches Zeugnis wider seinen Nächsten zu reden, dann dürfte man alleine bei dem schon das Gefühl haben, hier hat sich einiges verändert und ist einiges ins Wanken geraten. Das ist sicherlich auch der Grund, warum Orientierung finden ein so bedeutsames Thema für die Universität geworden ist. Und wenn wir den Jahresrückblick 2018 gleich hören werden, immer wieder mit im Mittelpunkt stehen kann, was haben wir selbst, was hat unser persönliches Leben, was hat die Ereignisse in der Welt besonders charakterisiert und verändert. Und insofern war es für mich auch gar nicht erstaunlich, aber besonders, dass bei den alljährlichen Versuch, ein richtiges Thema für die Weihnachtsvorlesung zu finden, die Studierenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich für das jetzt
zentrale Thema, was wir in den Fokus nehmen werden, ausgesprochen haben. Nicht das Thema Europa, was wir angeboten hatten, weil Brexit, Polen, Italien, Europawahl vor der Tür natürlich ein Thema gewesen wäre, von dem ich angenommen hätte, dass es euch interessiert. Auch das Thema Demokratie, das nach der schwierigen Regierungsbildung in Deutschland, das nach den Wahlen eines Trump, eines Erdogan, eines Bolsonaro und wie die Herrschaften alle heißen, doch eigentlich immer stärker in die Diskussion kommt und letztendlich die Frage aufstellt, sehnen wir uns nach neuen oder anderen Herrschaftsstrukturen? Nein. Das Thema, was ihr gewählt habt, lautet Heimat. Und ich denke, wir werden in unserer Weihnachtsvorlesung gleich hören, was es mit Orientierung, was es sozusagen mit den Fragen, die ihr habt, zu tun habt. Ich freue mich sehr darüber, dass Sarah Ströhl und Dominik Möst sich bereit gefunden haben, den Jahresrückblick und damit die Begrüßung für unsere Referentin mitzumachen und jetzt zentral auch durchzuführen. Sarah Ströhl ist im dritten Semester des Masterstudiengangs Gesundheitsökonomie und Dominik Möst ist der Vorsitzende unseres Studierendenparlamentes. Und wir sind ganz gespannt, liebe Sarah, liebe Dominik, was Sie uns im Hinblick auf den Jahresrückblick zu sagen haben. Bitte. Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr verehrte Damen und Herren, wir möchten euch alle herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsvorlesung willkommen heißen, um zusammenzukommen, zu diskutieren und zum Jahresabschluss innezuhalten. Besonders begrüßen möchten auch wir Frau Katrin Göring-Ecker, Vorsitzende von Bündnis 90 den Grünen im Deutschen Bundestag, die wir zu diesem besonderen Anlass, zu dieser wunderschönen Weihnachtsvorlesung gewinnen konnten. Wir, das sind Dominik Möst und ich, Sarah Ströhl. Wir haben gerade schon mal gehört, Dominik ist Vorsitzender des Studierendenparlaments der Universität Bayreuth und studiert derzeit im 7. Semester Rechtswissenschaften. Genau, und Sarah, haben wir auch gerade eben schon mal gehört, hat gerade ihren Bachelor in Sportökonomie abgeschlossen, ist jetzt im 2. Semester Gesundheitsökonomie, genau, 2. Semester. Sie bearbeitet nebenbei als studentische Hilfskraft am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaft, das ja seit 2002 diese Weihnachtsvorlesung organisiert. Ja, Herr Professor Nagel hat gerade schon angekündigt, dass wir einen kleinen Jahresrückblick vornehmen werden. Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr das Jahr 2018 Revue passieren lasst? Vielleicht der Jahrhundertsommer? 2018 wurden weltweit Hitzerekorde gebrochen. Nach 2003 könnte das Jahr das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Die Folgen der Hitzewelle machten vor allem Landwirten, aber auch Schiffern zu schaffen. Durch die anhaltende Dürre und die damit verbundenen Ernteausfälle sollen rund 10.000 landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz bedroht sein. Am 14. Dezember wurde deshalb Heißzeit zum Wort des Jahres 2018 gewählt. Am selben Tag endete die UN-Klimakonferenz im polnischen Ort Katowice. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen, sollte darin weiter umgesetzt werden, unter Ausschluss der USA, die sich von dem Abkommen zurückgezogen haben. Doch das ist nur eine von vielen Entwicklungen, die das vergangene Jahr geprägt haben. Wir möchten diesen Anlass nutzen, um euch auf eine kurze Rundreise durch das Jahr 2018 mitzunehmen. Ein Jahr voller erfreulicher, aber auch erschütternder Geschehnisse. Entwicklungen, über die man den Kopf schütteln kann, aber auch Ereignisse, die Mut und Hoffnung machen. Am 16. Februar 2018 wurde nach mehr als einem Jahr ohne Anklage der inhaftierte Deniz Yücel aus dem türkischen Gefängnis entlassen. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem Terrorpropaganda, Volksverhetzung und viele andere unbelegte Anschuldigungen. Deniz Yücel wurde für seine mutige, engagierte und unbestechliche Arbeit im September mit dem diesjährigen Medienpreis für die Freiheit und die Zukunft ausgezeichnet. Deniz Yücel berichtete unerschrocken und fundiert über die politischen Verhältnisse in der Türkei und selbst aus der Haft heraus setzte er sich für einen kritischen, unabhängigen
und freien Journalismus ein. Dennoch sind weitere zahlreiche regimekritische Journalisten inhaftiert und die Pressefreiheit wird weiter noch mit Füßen getreten. Am 14. März 2018 stirbt Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Obwohl er nie einen Nobelpreis erhielt, gilt er als die Koryphäe der theoretischen Physik. Am selben Tag, nach sechs Monate nach der Wahl zum Deutschen Bundestag, nahm das vierte Kabinett von Angela Merkel, doch nicht mit den Grünen, ihre Arbeit auf. Dies war die längste Regierungsbildung in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Am 22. April wurde Andrea Nahles zur ersten weiblichen Vorsitzenden in der mehr als 150-jährigen Geschichte der SPD gewählt. 7. April 2018. Der 48-jährige Jens Ehr fährt mit einem Campingbus in eine Menschenmenge in der Altstadt von Münster. Insgesamt forderte der Anschlag 5 Menschenleben, den Täter eingeschlossen. Dieser erschoss sich kurz nach der Tat. Mehr als 20 Menschen erhielten teils lebensgefährliche Verletzungen. In den Medien, insbesondere den sozialen Medien, wurde vorschnell ein ausländischer oder islamistischer Hintergrund vermutet. Der Täter jedoch entpuppte sich schlussendlich als sogenannter Bio-Deutscher. Am 15. Mai verabschiedete der Bayerische Landtag die zweite Novelle des Polizeiaufgabengesetzes, kurz PAG, innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Der Gesetzgebungsprozess wurde begleitet von zahlreichen Demonstrationen und der Befürchtung, dass der Freistaat sich nun zum Polizeistaat entwickeln würde. Bedenken gegen dieses Gesetz wurden vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann als Lügenpropaganda abgewiegelt. Im Juni 2018 hat das Dresdner Rettungsschiff Lifeline tagelang mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord auf dem Mittelmeer verzweifelt eine Hafeneinfahrt gesucht. Kein EU-Land wollte die Seenotretter aufnehmen. Das Schiff durfte letztendlich in Malta anlegen, wurde aber von der maltesischen Regierung beschlagnahmt. Ein Gerichtsverfahren wurde gegen den Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch eingeleitet. Am 14. Oktober verlor bei der Bayerischen Landtagswahl die CSU erneut ihre absolute Mehrheit. Die SPD landete erstmals in einem Bundesland unter 10%. Auch bei der am 28. Oktober folgenden Wahl in Hessen verloren Union und SPD jeweils über 10% der Stimmen. Die AfD zog in den 16. und letzten Landtag in Folge ein. Infolgedessen erklärte am 29. Oktober Angela Merkel ihren Rücktritt als Vorsitzende der CDU sowie ihren Rückzug aus der Politik bis 2022. Am 7. Dezember setzte sich Annegret Kramp-Karrenbauer in einer knappen Stichwahl gegen Friedrich Merz und Jens Spahn als neue CDU-Parteivorsitzende durch. Nicht nur in Deutschland ist eine fortschreitende Radikalisierung in der Politik und Gesellschaft bemerkbar. Am 26. August beispielsweise wurde in Chemnitz am Rande des Stadtfestes ein 35-Jähriger durch Messerstiche getötet. Die mutmaßlichen Täter stellten sich als Geflüchtete aus Syrien und dem Irak heraus. In Reaktion darauf zog ein rechtsextremer Mob von ca. 800 Personen durch die Straßen von Chemnitz. In den Tagen darauf folgten zahlreiche Proteste und Gegendemonstrationen sowie schließlich ein Protestkonzert unter dem Motto »Wir sind mehr« vor 65.000 Menschen in Chemnitz. Daniel H., das Tatopfer, war vor seiner Vereinnahmung durch die rechtsextremen Proteste selbst Opfer rechter Hetze geworden. Am 4. März wurde bei der Parlamentswahl in Italien die Fünf-Sterne-Bewegung die stärkste Kraft. Sie stellen seitdem zusammen mit der rechtspopulistischen Lega Nord die Regierung. Am 28. Oktober wurde Bolsonaro, ein Verteidiger der brasilianischen Militärdiktatur, zum Staatspräsidenten Brasiliens gewählt. Laut einer Umfrage der Europäischen Union in den letzten Tagen denkt jeder dritte Europäer jüdischen Glaubens über Auswanderung nach. Als Folge der momentanen politischen Entwicklung, vor allem der letzten Monate, sind am 13. Oktober fast eine Viertelmillion Menschen in Berlin dem Aufruf zur Großdemo unteilbar gefolgt. Für eine offene und freie Gesellschaft und Solidarität statt Ausgrenzung. Im Frühherbst eskaliert der Streit um die Rodung des Hambacher Forsts durch RWE erneut. Hunderte Umweltaktivisten besetzen den Wald und müssen mit Hilfe der Polizei geräumt werden. Bei den Protesten stürzt ein junger Journalist von einem etwa 15 Meter hohen Baum in die Tiefe und stirbt. Zehntausende Menschen aus ganz Deutschland solidarisieren sich mit den Umweltaktivisten und demonstrieren gegen die Abholzung des Waldes. Die Rodungen wurden vorläufig ausgesetzt. In Frankreich protestiert seit dem 17. November die sogenannte Gelbwestenbewegung gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik Emmanuel Macrons. Die Proteste wurden durch eine Erhöhung der Kraftstoffsteuer ausgelöst.
Inzwischen fordern die Demonstranten jedoch eine Erhöhung der Rente, des Mindestlohns sowie die Einführung einer Vermögensteuer. Die Proteste fordern bisher 4 Menschenleben und führten zu ca. 500 Verletzten. Zuletzt schockierte letzten Donnerstag, am 11. Dezember, ein islamistischer Anschlag in Straßburg, bei dem nach aktuellem Stand 5 Menschen ihr Leben ließen. In diesem Jahr haben erneut terroristische Ereignisse und Krisen nicht nur weit entfernte Regionen, sondern auch uns in Europa und Deutschland direkt betroffen und erschüttert. Die Heimat als vermeintlich sicherer Ort des Friedens und der Freiheit erscheint dadurch immer bedrohter. Aber was bedeutet eigentlich Heimat und was ist Zuhause? Ist es das Gleiche oder meint es etwas Grundverschiedenes? Was ist Heimat für euch? Ist es ein Gefühl, ein Ort, eine Illusion oder gar ein Lebensziel? Wir möchten euch dazu einladen, diese Fragen in Gedanken zu beantworten. Denn am Ende der Weihnachtsverlesung wird wie auch letztes Jahr wieder eine Diskussionsrunde stattfinden, vielleicht kürzer als letztes Jahr, vielleicht länger, bei der sich auch die Chance bietet, eure Gedanken mitzuteilen und über die verschiedenen Definitionen von Heimat zu diskutieren. Doch wie könnte man nun die beiden Begriffe Heimat und Zuhause voneinander abgrenzen? Man könnte meinen, Heimat bleibt, Zuhause ändert sich. Heimat geht oft zurück auf Vergangenheit und Erinnerungen. Zuhause bedeutet Gegenwart. Heimat ist ein bestimmter Ort. Zuhause können verschiedene Orte, Zeiten, Menschen und Gefühle sein. Wie viele meiner Kommilitonen bin ich für mein Studium ausgezogen und wahrscheinlich würden auch viele mir zustimmen, wenn ich meine, dass nur ein gewisser Abstand von dem Zuhause erst zeigt, was ist Heimat. Für mich ist Heimat dieser bestehende Ort, den ich mit wohligen Gefühlen, mit emotionaler Wärme, Erinnerung und lieben Menschen assoziiere. Vielleicht auch für euch. Wenn ihr euch an unsere Eingangsfrage zurückerinnert, was Heimat für euch bedeutet, werdet ihr feststellen, dass ihr vielleicht zu einer ganz anderen Definition oder zu einer stärkeren oder schwächeren Abgrenzung zum Begriff Zuhause gekommen seid. Wir möchten die letzten Momente unserer Eröffnungsrede dazu nutzen und euch einen Anstoß geben, sich in den kommenden Weihnachtstagen wieder darauf zu besinnen, was Heimat wirklich für uns bedeutet. Lasst euch von dem wohligen Gefühl leiten, dass dieser ganz bestimmte Ort, die Erinnerungen oder auch die Menschen, mit denen ihr vielleicht die Feiertage verbringen werdet, in euch auslösen. Denn das, was bei Weihnachten wirklich zählt, ist nicht die maximale Anzahl der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, sondern ein harmonisches Zusammenkommen mit Familien und Freunden, das Innehalten und auch die Dankbarkeit. Zum Abschluss möchten wir euch allen frohe Weihnachten und vor allem friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr wünschen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf den Vortrag zum Thema Prinzip Heimat über Zugehörigkeit und Solidarität der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Katrin Göring-Eckardt. Daytime, moonlight's up at night.
Liebe Katrin Göring-Eckert, dein Vater hätte sich gefreut als Tanzlehrer, wäre sozusagen wahrscheinlich hier vorne gleich aufgetreten. Ich darf Katrin Göring-Eckert noch kurz Ihnen allen vorstellen, wobei das ja eigentlich gar nicht Not tut. Aber dennoch ist es manchmal spannend und interessant, einfach ein bisschen nochmal Revue passieren zu lassen, was jemand in seinem Leben bisher vollbracht hat. Ja, nehmen wir doch mal vollbracht. Also erstmal natürlich ist sie geboren. Und wo ist sie geboren? In Friedrichroda in Thüringen. Das vollbringt man auch, das ist gar keine Frage. Ist evangelisch, hat zwei Söhne und Kinder und Kindeskinder, die sie begleitet und betreut. Hat Abitur in Gotha gemacht, das Theologiestudium in Leipzig begonnen und in der Solidarischen Kirche mitgearbeitet. Damit charakterisiert sie sozusagen eine Historie, die für viele, die heute aus der gleichen Region kommen, gar nicht mehr stimmt. Als wir zum 25. Jahrestag des Mauerfalls Wolfgang Thierse hier hatten zu einem Vortrag, da war interessant zu sehen, dass letztendlich die Studierenden das Thema, was wir hier aufgegriffen haben, aus der eigenen Betrachtung gar nicht mehr kannten. Das ist uns aber erst aufgefallen, als wir unten standen. Also insofern ist sicherlich die Historie, die Katrin Göring-Eckerts auch politisches Leben charakterisiert, eine wirklich gravierende Charakteristik unseres Landes, denn sie hat 1989 als Mitglied im demokratischen Aufbruch begonnen, hat 1990 als Gründungsmitglied von Demokratie Jetzt und Bündnis 90 gewirkt, war dann Landessprecher eben von Bündnis 90, die Grünen in Thüringen von 95 bis 98 und noch einmal von 2002 bis 2007, ist dann 1998 in den Bundestag gewählt worden, zu einem Zeitpunkt, wo die erste rot-grüne Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat, auch gerade 20 Jahre her, und war dann dort parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von 2002 bis 2005, bereits Fraktionsvorsitzende, dann für 8 Jahre Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und seit 2013 wieder Fraktionsvorsitzende bis heute der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. 2013 und 2014 hat sie als Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf gesprochen und hat damit Bündnis 90 und Die Grünen in einer Art und Weise vertreten, die für eure Partei so in diesem Sinne noch gar nicht etabliert war. Und ich denke, dass das auch 2013 und 2017 ihre Verantwortung war, zeigt, welche besondere Bedeutung sie in der Partei Bündnis 90 Die Grünen auch hat. Es gibt einen anderen Teil, aus dem wir uns kennen, das ist nämlich ihr kirchliches Engagement. Seit 2007 ist sie Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentages, war von 2009 bis 2013 die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland, nämlich die Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Das kennen jetzt nur Eingeweihte, was das ist. Aber für die Eingeweihten ist es sozusagen besonders und war 2011, das ist jetzt wieder für mich mehr besonders, Präsidentin des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dresden. Liebe Katrin, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Einen schönen guten Abend Ihnen allen und euch allen, liebe Sarah, lieber Dominik, vielen Dank für diesen Jahresrückblick, ganz schön viel Jahr in diesem Jahr, muss man sagen, nach dem, was ihr hier präsentiert habt. Danke für die Einladung, danke an die Universität Bayreuth, an alle, die sich entschieden haben, mich einzuladen. Wenn man die illustre Reihe derjenigen betrachtet, die hier schon vorgetragen haben, dann herzlichen Dank, dass meine Frau eingeladen worden ist. Das scheint nicht so üblich zu sein. Weiß jetzt nicht. Bayern kommt auch langsam zur Ruhe. Das ganze Land, könnte man sagen, ist über die Landtagswahl geredet worden und trotzdem sind die Herausforderungen heftiger und größer, als man sie sich immer vorstellen kann. Und das finde ich eine der entscheidenden Sachen. Heimat also. Warum jetzt und was ist Heimat? Es ist ein heiß umkämpftes, ein heiß debattiertes Thema. Manche würden sagen, das ist gerade der heiße Scheiß. Es gibt ein Ministerium, das so heißt. In Berlin fragen sich manche, ob das Prinzip Heimat jetzt irgendwas ganz Neues ist, weil wir das jetzt auch haben. In Bayern ist man das schon länger gewöhnt, dass es dafür ein Ministerium gibt. Es ist ein Synonym für Politik, die alle angeht und die jeden betrifft. Aber was es natürlich nicht gibt, ist ein Kabinettsbeschluss zum Prinzip Heimat oder die dritte Novelle des Gesetzesentwurfs Heimat heute. Sondern es geht um Gemeinsamkeit, es geht um Zugehörigkeit und die Frage ist, was wir eigentlich wollen. Ich spreche über das Prinzip Heimat, gerade weil ich glaube, dass wir schon in der Debatte Zusammenhalt stärken können, indem wir über uns und über andere, die anderen und das andere reden. Also lassen Sie mich mit der Frage starten, die Ihnen schon gestellt worden ist, was ist eigentlich Heimat? Vorverständnisse davon gibt es ungefähr so viele wie Heimatgefühle. So ist zunächst vor allem philosophischen und politischen Definitionsversuchen eine sehr persönliche und individuelle Gestimmtheit diesem Begriff, diesem Ort Heimat inne. Meistens ist sie mit einem Gefühl verbunden von Geborgenheit, von Vertrautheit, mit den Dingen um uns herum. Man fühlt sich sicher, man gehört dahin und man ist anerkannt. Heimat ist ein Ort, an dem man die Zuversicht hat, dass es hier genau richtig ist, wie es ist. Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Heimat ist zugleich aber auch immer ein Ort der Sehnsucht, ein Ort, den wir mit uns rumtragen, den es so nicht mehr gibt. Der Ort der Kindheit. Meine Heimat ist Gotha. Da bin ich aufgewachsen. Viele hier würden wahrscheinlich sagen, meine Heimat ist Bayreuth oder eben auch mein Zuhause, da bin ich jetzt gerade, aber Heimat ist woanders. Und wenn wir all das nehmen, könnten wir sagen, dann haben wir schon genug darüber nachgedacht. Und Ihnen wurde eben die Frage gestellt, was bedeutet Heimat für Sie? Und ich mache Ihnen einen kurzen Vorschlag. Denken Sie eine Sekunde darüber nach, in welchem einen Wort Sie Heimat beschreiben würden. Ein Wort, genau ein Wort. Und dann zähle ich runter von drei und dann sagen Sie es laut Ihrer Nachbarin und Ihrem Nachbarn. Alle bereit? 3, 2, 1. Das war mehr als ein Wort. Ein Wort. Nein, das sollte keine Murmelgruppe werden. Damit sind wir schon ein Stückchen weitergekommen. Und ich werde darauf zurückkommen. Der Heimatbegriff ist vielschichtig, sonst würde er nicht solche Emotionen auslösen. 2009 habe ich für meine Fraktion im Deutschen Bundestag zum ersten Mal einen Heimatkongress veranstaltet. Dass wir das wollten, hat zuerst mal ganz viele Irritationen ausgelöst. Norbert Röttgen, ein Kollege aus der CDU, den ich damals eingeladen habe, hat gesagt, um Gottes Willen, ihr macht einen Heimatkongress, nehmt ihr uns jetzt das Thema weg.
Ich habe gesagt, nein, das ist unser Thema und wir hatten einen netten Streit darüber, aber es gab ein kleines Begleitheft dazu und damals hat Roger Willemsen, der inzwischen leider verstorbene Publizist, dorthin geschrieben, wir sind alle Heimatvertriebene und meinte wohl genau das, dass wir alle ständig auf der Suche nach diesem vergangenen Sehnsuchtort sind. Joachim Meyerhoffs berühmter Titel spiegelt die Ambivalenz. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Auch bei den abstrakten Definitionen von Heimat zeigt sich schillernde Vielfalt. Johann Gottfried Herder sagt, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Und der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger bezeichnete die Heimat als eine, Zitat, Besänftigungslandschaft. Das passt zu Weihnachten, die dazu da ist, die Spannungen der Wirklichkeit zu kompensieren. Und der Schriftsteller Jean Améry meinte in seinem Text, wie viel Heimat braucht der Mensch? Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. In den Tagebüchern von Max Frisch findet sich in einem seiner berühmten Fragebögen eins einer zur Heimat. Damals im Jahr 1971, da war ich 5, stellte er zum Beispiel folgende Frage. Welche Speisen essen Sie aus Heimweh und fühlen sich dadurch in der Welt geborgener? Nein, das sagen wir jetzt nicht den Nachbarinnen und Nachbarn. Die Frage hat mein Büro übrigens sehr beschäftigt, weil sie festgestellt haben, dass sie endlich was gefunden haben, wonach ich süchtig bin, es ist Stollen. Aber er stellt noch eine sehr viel nüchternere Frage, Max Frisch. Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Die meisten Menschen würden heute wohl klar und bestimmt antworten, nein. Denn ich denke, es ist übertrieben zu sagen, dass es so etwas wie ein neues Heimatbewusstsein gibt, schon gar nicht in der Politik. Aber gerade in der Politik, jenseits persönlicher Heimaterfahrungen, gibt es gerade diese große Debatte. Und warum ist das so? Der Begriff lässt auch im Politischen niemanden kalt. Er bleibt ambivalent im Kontext deutscher Geschichte, ja selbstverständlich. Er ist verbrämt durch Biedermeier, Gemütlichkeit und die schwülstigen Heimatfilme der 50er und die gibt es auch heute. Und dass die Lindenstraße ausläuft, ist wahrscheinlich für manche Heimatverbundenheit bitter. Und er ist natürlich schwerst belastet durch die Funktionalisierung im Nationalsozialismus. Heimat bedeutet emotionale Bindung. Sie wird von einer rationalistischen politischen Linken deswegen häufig mühsam betrachtet, kritisch beäugt. Aber ich finde, gerade das Zugehörigkeitsgefühl, gerade die Geborgenheit sollten wir nicht den krassen, nationalistischen, rationalistischen überlassen und schon gar nicht den Rechten, die glauben, dass sie mit Heimat an ein Gefühl anknüpfen könnten, womit sie nur Ausgrenzung meinen. Denn Heimat lebt ja gerade von einer linken Idee der Solidarität, der Empathie oder wir würden als Christen und Christinnen sagen, der Nächstenliebe. Die Wahrnehmung des Begriffes ist zutiefst individuell und jeder und jede hat wahrscheinlich sogar verschiedene. Heimat steht für Geborgenheit, für Zugehörigkeit, aber eben auch für Einengung, für Besitzanspruch, für Abgrenzung gegen Fremde. Und trotzdem, nein, darüber rede ich in der Politik über Heimat und weil es kein eindeutiger und kein einfacher Wohlfühlbegriff ist. Wir erleben, wie Heimat eine neue Konjunktur erlebt und das liegt eben nicht nur an einem Ressort im Kabinett in der Bundesrepublik. Die Frage ist, hat das eigentlich mehr Heimat gebracht? Ich beobachte auch, dass die äußerste Rechte versucht, Heimat als Kampfbegriff zu instrumentalisieren und gegen die Fremden und gegen das Fremde zu wenden. Und warum, stellt sich doch die Frage, findet das Widerhall?
Man könnte es ganz einfach mit Asterix sagen, viele meiner Freunde sind Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Für die einen ist Heimat deswegen zu einem kontaminierten, quasi toxischen Wort geworden, weil die Rechten es so gerne im Mund führen. Man sollte sich deswegen am besten nicht die Zunge daran verbrennen. Man begebe sich in politisch-gesellschaftlich gefährliche Sphären des Irrationalen. Und für die anderen ist es der Ort, den es zu erhalten gibt, nachdem wir Sehnsucht haben, und zwar nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Und wenn man sich die Zustimmungswerte für meine Partei in den letzten Monaten anschaut, dann habe ich den Eindruck, es hat genau damit zu tun, dass es um den Erhalt von Heimat, mithin dem Erhalt von Natur geht, mithin der Existenz auf unserem Planeten, mithin dem, was wir als das gewohnte Leben bezeichnen würden. Kann Heimat eine Antwort auf die Verunsicherung der Menschen sein? Und wie lauten dann genau die Fragen? Und kann Heimat tatsächlich gesellschaftlichen Zusammenhang stärken? Bei der Sehnsucht nach Heimat geht es um den Wunsch des flexiblen Menschen, um einen Begriff des Soziologen Richard Sennett zu nutzen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Der Wunsch, dadurch das Gefühl von Zugehörigkeit nicht dem unbekannten, unsicheren Lauf der Dinge überlassen und zu sein. Ja, und wer möchte das nicht? Sein Leben in den Griff bekomme ich jedenfalls jeden Morgen. Von allen wird Mobilität erwartet und sie sollen flexibel sein. Und so wird jener Ort, der Geborgenheit und Sicherheit verspricht, immer fraglicher. Nicht einfach, weil man den Ort von Geburt und Herkunft verlässt, sondern weil auch jeder neue Ort vorübergehend ist oder zumindest sein kann. Genau deswegen ist Heimat so prekär geworden. Die Arbeitswelt verlangt von uns, dass wir mobil sind. Wer immer wieder den Ort wechselt zum Studieren, das geht ja noch. Für den einen Job, das geht auch noch, aber für den nächsten auch. Und dann als Pendler oder Pendlerin eine Wochenendbeziehung führt, wartet natürlich länger, bis Familie gegründet wird oder, sagen wir es ein bisschen altmodisch, bis ein Nest gebaut wird. Da ist es wieder die Heimat. Wer immerzu in alle Richtungen vernetzt sein muss, findet den einen Ort Heimat immer schwerer. Und wer ständig entwurzelt wird, hat es schwerer, Zugehörigkeit zu empfinden. Und dann kommen noch Menschen dazu, die fliehen mussten und die ihre Heimat verloren haben, unwiederbringlich viele. Heimat ist eben also nicht etwas für immer Gegebenes, nichts Alternativloses, nichts Selbstverständliches, sondern muss als utopischer Ort erst gefunden, erfunden werden. Und Heimat ist konfliktbeladen. Nein, das ist nicht Shishi, das ist nicht gemütlich, das ist nicht wie im Biedermeier. Dieser Konflikt ist der, auf den es ankommt. Das ist nämlich der Streit darum, wie unsere Heimat ist. Es ist keine Idylle. Wer verkennt das Konflikthafte jeder Suche nach Heimat, gerade im politischen Sinn innewohnt, der hat auch nichts übrig für die gesellschaftlichen Debatten, die uns weiterbringen, weil erst Konflikt, weil erst Streit, weil erst Diskussion und Debatte Reibung erzeugt, die am Ende für die Wärme sorgt, die wir brauchen, um uns tatsächlich zu Hause zu fühlen. Heimat ist keine Idylle, genauso wie Demokratie keine Idylle ist. Der englische Essayist Gilbert Keith Chesterton, der hat einmal geschrieben, sinngemäß: Das Leben in einer Großstadt ist eintönig, da man dort immer nur Umgang mit seinesgleichen hat. Abenteuerlich und abwechslungsreich sei es auf dem Dorf. Dort hat man Umgang mit so wildfremden Menschen wie der eigenen Großtante. Was er damit sagt, ist, selbst im prototypischen Heimatort, dem Ort in der Provinz, macht man Fremdheitserfahrungen. Selbst da, wo es überschaubar ist, begegnen uns solche Aliens wie die eigene Verwandtschaft. Im Ernst, das ist in der aktuellen Debatte, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir uns nicht erzählen lassen, es gäbe eine Heimat ohne Konflikt, ohne andere, ohne Erfahrung der Fremdheit und der Befremdung. Es kann keine demokratische Kultur ohne Konflikt geben, denn dann wäre es eine Diktatur. Heimat ist für uns etwas, das Gegenstand von Streit ist, vor allen Dingen von Aushandlung und nicht zuletzt und gerade
in der Einwanderungsgesellschaft und in der Weltphase, in der wir die Rettung des Planeten in den Vordergrund rücken müssen, werden wir aushandeln müssen, wie wir Heimat haben und wie wir sie leben wollen. Am Ende der Debatte kann also unmöglich ein schlüsselfertiges Gesellschaftsmodell als Angebot stehen, für das man sich dann vielleicht entscheiden kann. Der eigentliche Wert liegt in der Debatte selbst, im Ringen darum, wie Zusammenhalt, Zugehörigkeit und Gestaltbarkeit der eigenen Umwelt geschaffen werden kann. In besonderer Weise übrigens Letzteres, die Gestaltbarkeit der eigenen Umwelt. Dahinter steht nämlich die Frage, ob ich selbst Gestaltungsmacht habe, ob ich selbst die Verhältnisse ändern kann, ob ich es will, ob ich mächtig, ob ich ermächtigt dazu bin. Wir haben in Berlin gerade ein paar Heimatsalons veranstaltet. Nachdem wir das so 2009 so erfolgreich gemacht haben, muss das natürlich weitergehen. Ein Teilnehmer hat dort seine persönliche Definition von Heimat gegeben, die das Prinzip Heimat, wie ich es heute darstellen würde, finde ich, ganz gut beschreibt. Heimat, das ist dort, wo es mir nicht egal ist, wie es ist. Das ist zwei Elemente dessen, was das Prinzip Heimat für mich prägend beschreibt. Erstens Zugehörigkeit, also wo gehöre ich hin? Oder breiter gefragt, wer ist in unserer Gesellschaft drinnen und wer ist draußen? Wie schaffen wir es in der polarisierten Gesellschaft, ein möglichst großes Drinnen zu stärken, also den gesellschaftlichen Zusammenhalt und nicht nur die Zugehörigkeit, weil Zugehörigkeit heißt ja, es kommt von einer Seite, Zusammenhalt heißt, es kommt von allen Seiten. Das ist ein guter Punkt für den zweiten Aspekt aus dieser Definition, wo es mir nicht egal ist, wie es ist, denn das ist Solidarität, das ist Einmischen, das ist Dabeisein, das ist Mitmachen, das ist Ermöglichen von Beteiligung, aber zuerst zur Zugehörigkeit. Kommen wir zurück zu Asterix. Sie erinnern sich, diese Fremden sind nicht von hier. Mir fällt auf, dass viele vor allem darüber reden, wer nicht dazugehören soll. Zum Beispiel der Islam, die Flüchtlinge, die Ostdeutschen, die Westdeutschen, die Feministinnen, die alten weißen Männer. Wir haben eine extrem polarisierte Gesellschaft und der Hinweis auf Chemnitz oder Köthen oder Angriffe, Übergriffe im Ruhrgebiet sind nur Beispiele dafür. Der Heimatbegriff eignet sich eben bestens zur Instrumentalisierung. Jeder persönlich kann leicht und stimmig für sich selber festlegen, was es ist. Und damit können andere, die ihn missbrauchen wollen, etwas anklingen lassen, was nicht zusammen, sondern auseinanderführt. Ein Beispiel. Die umstrittene Südtiroler Band Frei Wild. Die hat das mit dem Abwehrdenken in einem Lied deutlich gemacht. Das heißt, das Land der Vollidioten. Und in dem geht es um Kreuze in Schulen. Wo ist eigentlich das Kreuz hier? Wo ist das? Muss das nicht in allen öffentlichen Einrichtungen in Bayern hängen? Ich werde es wahrscheinlich gezeigt bekommen. Aber hier geht es genau andersrum. In dem Text heißt es, ich zitiere, Kreuze werden aus Schulen entfernt aus Respekt vor andersgläubigen Kindern. Das ist das Land der Vollidioten, die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat. Wir sind keine Neonazis, keine Anarchisten. Wir sind einfach gleich wie ihr von hier. In dem kleinen Wort von steckt der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Heimatbegriff. Offen und liberal würde es heißen, es geht um das Zusammenleben mit den Menschen, die einfach hier sind. Während es freiwillig allein um die geht, die von hier sind, also schon länger da als die anderen. Ich habe 20 Jahre auf dem Dorf gelebt und ich war natürlich eine Zugezogene und ich weiß nicht, wie viele Generationen es noch gebraucht hätte, wenn ich da geblieben wäre. Aber es geht nicht nur um die Zugezogenen, es geht eben auch um die, die ihre Heimat verloren haben, die sich sehnen nach Sicherheit, die in ihrem alten Zuhause überhaupt nicht mehr existiert hat, weil dort Krieg herrscht, Armut, die Folgen der Klimakrise, menschliches Leben schwer oder gar unmöglich machen. Aber was passiert mit den Menschen, wenn es kein Zurück gibt? Wohin richten die ihr Heimweh eigentlich? Wer könnte diese Sehnsucht eigentlich besser verstehen als wir Deutsche?
Auch die Familiengeschichten in unserem Land beginnen oft mit aus der Heimat Vertriebenen, Ortlosen, Dazugekommenen. Heimat nimmt man mit, sagt ein Vertriebener. Heimat braucht Ankommen und das ist die Aufgabe. Und darum hat das Prinzip Heimat, das Prinzip Zugehörigkeit auch sehr viel mit Integration und Zusammenleben zu tun. Und viele leisten jeden Tag unfassbar viel dafür im Ehrenamt. Sie begleiten Sprachkurse, Flüchtlinge auf Behördengängen und so weiter. Ich würde auch immer noch sagen, so schaffen wir das. Hier sehen wir, wie Zusammenhalt von innen heraus entstehen kann, indem Menschen es einfach machen. Und ich glaube, Integration kann auch nur dann gelingen, wenn wir unsere Heimat teilen. Ich meine, wenn das so schön ist mit der Heimat, wenn es bei mir zu Hause so schön ist, was mache ich dann? Ich lade Leute ein, um das vorzuzeigen, um sie teilhaben zu lassen. Heimat ist eben kein Nullsummenspiel. Ich würde ganz einfach sagen, es ist genug Heimat für alle da. Aber insofern gibt es auch eine klare Grenze, bei denen Heimat abgesprochen werden soll. Wer hier bei uns lebt, der sollte die Möglichkeit haben, Heimat zu finden und auch zu behalten. Das ist gerade nicht individuell und in Abgrenzung zu definieren, weil Heimat eben vielfältig ist. Ich muss die vielen Heimatbegriffe der anderen akzeptieren. Ich muss sie mir nicht zu eigen machen. Aber Pluralität gehört in unsere Gesellschaft dazu. Das heißt, ich muss es aushalten, dass so viele verschiedene Sachen nebeneinander existieren, das Spießige und das Ultraliberale. Ich muss es aushalten, dass die Christinnen und Christen neben den Muslimen und den Agnostikern ihre Heimatgefühle zum Ausdruck bringen. Der Rechtsstaat ist dafür da, dieses durchaus angestrengte Miteinander zu organisieren. Wir müssen es aushalten, und zwar jede und jeder von uns, dass die Heimat des anderen anders ist. Und deswegen ist es für mich jedenfalls unmöglich, eine Heimatdefinition zu akzeptieren, die rassistisch ist oder ausgrenzend. Ich akzeptiere auch nicht, wenn jemand mir seinen Heimatbegriff aufzwingen will, natürlich nicht. Da kommen wir in ebenso gefährliches Fahrwasser wie bei der Leitkulturdebatte. Heimat kann nicht Leitkultur sein und nicht mal anlehnend an das englische Wort vielleicht Leitkultur, die es uns alles ein bisschen leichter oder lichter macht. Natürlich kann und darf und soll jede und jeder seinen Heimatbegriff und sein Heimatgefühl haben. Und erst einmal würden wir wohl sagen, dass es völlig inakzeptabel ist, wenn irgendjemand versucht, mir oder Ihnen irgendetwas aufzuzwingen. Aber es ist eben nicht so einfach. Wenn jemand findet, die Klitorisbeschneidung sei eben Heimat, dann sagen wir zu Recht, wie bitte? Das ist Körperverletzung. Und zwar im Schlimmsten. Nein, das werden wir nicht akzeptieren. Auch nicht, wenn jemand sagt, das habe ich eben mitgebracht. Oder nehmen wir es andersherum. Unsere Liberalität ist so groß, dass es doch selbstverständlich ist, dass Zeitschriften, die auf dem Titel nackte Busen und pornografische Bilder zeigen, im Kiosk stehen dürfen. Diese Liberalität gehört selbstverständlich für uns dazu. Ja, Heimat ist auch Aushandlung, aber es ist auch Klarheit, es ist Recht, es ist Demokratie, es ist Gleichberechtigung, es ist die unantastbare Würde des Menschen und die ist nicht verhandelbar, in keiner Weise. Aber noch einmal andersherum. Heimat ist auch der Ort, an dem man sein kann, wie man ist, wo man sich nicht hinterfragen muss, nicht verkleiden oder verleugnen. Für viele Menschen, die zu uns kommen, ist es übrigens nichts Selbstverständliches. Übrigens auch nicht für viele, die hier geboren wurden. Die Publizistin Caroline Imke schreibt: Für die, die nicht der Norm entsprechen, für die, die verspottet oder gedemütigt, die kriminalisiert oder pathologisiert werden, für die, die wie Fremde im eigenen Land behandelt werden, ist Heimat nichts, was gegeben ist. Einfach nur sein dürfen, das ist ein Privileg, das nicht jeder hat, auch in diesem Land. Ja, es ist eine Frage der Zugehörigkeit, wenn es im besten aller Sinne egal ist, woran ich glaube, wie ich lebe
und wenig Liebe. Und damit ist es ein Teil meines Prinzips, Heimat, eine Heimat zu schaffen, in der Sie und ich und die Menschen draußen uns nicht gegenseitig ausschließen, sondern dazugehören und uns füreinander stark machen. Das ist der andere Teil von Solidarität. Damit ist keine naive, romantische Vorstellung gemeint, denn Heimat, Zusammenleben, Zugehörigkeit braucht Regeln, Grundsätze, ein Grundgesetz, das einzuhalten ist. Und gerade in unserer hektischen Zeit ist es deswegen so wichtig, Inseln und Momente des Innehaltens und der Gemeinschaft zu schaffen. Das kann auch ganz woanders sein. Vielleicht an diesem ortlosen Ort, den wir Glauben nennen, dem Zuhause sein bei Gott. Für mich ist es das und deswegen ein kurzer Exkurs dazu. Diese Heimat im Numinosen ist kein Projekt, sie ist nicht eigentlich planbar. Vielleicht entspricht sie nicht einmal der Suche des Menschen, sondern umgekehrt, der Glaube will und sucht den Menschen, das Numinose verschafft sich Ausdruck in der religiösen Praxis und gibt dem Menschen, der glaubt, so ein Zuhause und einen sicheren Hafen. Für viele Muslime, die zu uns gekommen sind, ist es eine Art von Selbstverständlichkeit, ohne die sich ihr Sein nicht vorstellen können. Wenn alles schief geht, wenn alles zusammenbricht, wenn alles abreißt, dann ist da noch der Glaube und die Zuversicht, Hoffnung und Trost. Oder eben auch der Spiegel der eigenen Verzweiflung und das Wissen darum, darin nicht allein zu sein. Wer jemals das Buch Hiob in der Bibel gelesen hat, weiß, was ich meine. Verzweiflung im Tiefsten. Und sollte jetzt jemand vorhaben, das zu lesen, dann bitte ich gleich als Gegengift die Offenbarung des Johannes auch noch zur Kenntnis zu nehmen. Heimat, Glaube, das muss natürlich nicht immer Kirche, Synagoge, Moschee sein. Die Versicherung in alten Texten und neuen Auslegungen kann Heimat sein. Psalmen können das sein oder ein Abendgebet, ein frommes Gedicht, eine Sure, ein Kinderlied. Es kann Altbekanntes sein oder eben auch etwas ganz Neues. Beheimatet werden nach einer Reise von Ort zu Ort, von Mensch zu Mensch, von Aufgabe zu Aufgabe und plötzlich zu wissen, ja, ich bin angekommen und hier gehöre ich hin. Für mich ist es ein Psalmwort. Unsere Seele, heißt es da, war gefangen wie ein Vogel im Netze des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Und die Freiheit ist für jemanden, der in der Diktatur aufgewachsen ist, natürlich etwas, um das sich Zugehörigkeit und Heimat, um das sich Sicherheit dreht, wie um nichts anderes. Die Freiheit zu wissen, es gibt etwas Größeres als den Diktator an der Spitze. Es gibt etwas Wichtigeres als die, die dich klein machen wollen oder für einen Halbsatz, den du freigesprochen hast, ins Gefängnis zu stecken. Zugehörigkeit, erstens, zweitens, Solidarität. Was mich so optimistisch stimmt, ist, die Sehnsucht nach Heimat entsteht durch die Sehnsucht nach Zusammenhalt, wo es mir nicht egal ist, wie es ist. Das setzt den Willen nach der eigenen Beteiligung voraus. Und hier sind wir bei dem zweiten Aspekt, nämlich die Gestaltung der eigenen Umwelt kann ja eigentlich nur solidarisch erfolgen. Eine Heimat kann nicht nur im Abstrakten erschaffen werden, sondern auch sehr konkret durch die Stärkung gemeinschaftlicher Räume. Technisch, öffentliche Güter, bessere Daseinsvorsorge. Die meisten von Ihnen leben hier in Bayreuth und Sie haben übrigens sehr viele solcher Orte, Frau Oberbürgermeisterin. Das Festspielhaus, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das so ein Ort ist, wo alle immer hin können. Das Opernhaus. Ich zähle 29 Museen, 60 Sportvereine, mehrere Schwimmbäder und ein, so heißt es, funktionierendes Busnetz. Es gibt auch Gegenden in Deutschland, da sieht das anders aus. Da kommt der Bus nur zweimal am Tag und ohne eigenes Auto kommen Sie eben nicht ins Theater, nicht zur Stadtbücherei, übrigens auch nicht zur Demo und zur Bürgersprechstunde. Wer kein eigenes Auto hat und den Bus verpasst, der ist draußen. Teilnahme
und Teilhabe sind aber Voraussetzungen für unsere Demokratie. Ohne die geht es nicht. Sie sind eben auch Voraussetzungen für das solidarische Prinzip Heimat. In manchen Landstrichen ist das schwierig geworden. Wer nicht angeschlossen ist, ist eben auch ausgeschlossen. Klar kann nicht in jedem Dorf ein Theater sein. Wir brauchen auch nicht an jeder Milchkanne ein Schwimmbad, um eine sehr polemische und unglückliche Bemerkung unserer Bildungsministerin aufzugreifen und leicht zu variieren. Aber wir brauchen in jedem Landgasthof und in jedem Kaff, als Provinzpflanze darf ich das sagen, immerhin mal wenigstens ein funktionierendes Mobilfunknetz. Ich habe noch nicht über das Recht auf schnelles Internet gesprochen, aber ich bin überzeugt davon, auch das wäre ein gutes Gesetzesvorhaben Heimat. Was verlangt ist in unserem Grundgesetz, sind gleichwertige Lebensverhältnisse. Und nein, wir haben sie definitiv nicht. Für den Zusammenhalt zwischen Stadt und Land ist es aber fundamental wichtig. Wir haben seit der Bundestagswahl viel gesprochen über abgehängte Regionen und das war dann an allem Möglichen schuld. Die Gründe sind vielfältig, aber die Fliehkräfte, auch gerade der föderalen Ordnung oder die Ungleichentwicklung durch die Demografie des jeweiligen Wirtschaftswandels vor Ort, sind eben elementar. Auch die Folgen der deutschen Teilung schaffen Ungleichheit. Und es ist mein Verständnis von Politik, dass wir diese Region nicht einfach ihrem Schicksal überlassen und uns dann irgendwie aus dem Staub machen. Die Antwort darauf kann nur Solidarität heißen, nicht Gleichheit übrigens. Das ist auch nicht verlangt, denn es heißt Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und genau darum geht es. Nicht egal sein, wie es ist, ist überlebenswichtig für die demokratische Gesellschaft. Wie viel Beteiligung, wie viel Demokratie ist möglich bei zunehmender Ungleichheit? Und jetzt können wir über Ungleichheit der Regionen reden. Wir können über soziale Ungleichheit reden. Wir können über Chancenungleichheit reden. Alles das ist möglich. Und ich will Sie auf einen kleinen Exkurs mitnehmen nach Ostdeutschland, weil sich da Heimat besonders grundlegend verändert hat. Dort ist die Sehnsucht nach Sicherheit in diesen Zeiten, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, besonders groß. Zuerst gab es die friedliche Revolution. Nach wie vor ein Meilenstein unserer eigenen Geschichte. Und ich finde, wir sollten sie als gemeinsame Geschichte verstehen. Als wir auf die Straße gegangen sind und relativ viel riskiert haben für die Freiheit, da war es das Volk. Es waren Alte und Junge, es waren Konfirmanden, Ingenieure, Frustrierte, Visionäre. All die haben sich im Herbst 1989 auf der Straße versammelt. Und es ist die Hoffnung auf Frieden, auf Gerechtigkeit, auf die Kraft der 100.000 Kerzen, die die erste friedliche Revolution in Deutschland, die erste erfolgreiche friedliche Revolution in Deutschland einleitete und begleitete. Wir sollten das nicht vergessen, denn es gab eben für dieses eigene Selbstverständnis die so wichtige Zeit vor dem Fall der Mauer, vor der deutschen Einheit. Und wenn wir im kommenden Jahr eben diese 30 Jahre friedliche Revolution feiern, dann wohl am lautesten am 9. November, an dem Tag, als die Grenzen Richtung Westen erstmals geöffnet wurden. Vor der Einheit war die Freiheit. Die Freiheit, das Größte unter dem, was man mit Selbstbefreiung erreichen kann. Eine urdemokratische Erfahrung, nicht allein das eigene Schicksal ändern zu können, sondern gemeinsam mit anderen das Schicksal des gesamten Gemeinwesens. Objekte wurden zu Subjekten, Menschen in der Diktatur wurden zu Bürgerinnen und Bürgern. Ein Staat wurde gestürzt und in seinem Vakuum wurden runde Tische eingerichtet, an denen über das Schicksal des Landes und die Zukunft verhandelt wurde, an denen Bürgerinnen und Bürger mitdiskutierten, mitentschieden. Die Grenzen waren offen und für einen Wimpernschlag der Geschichte schien alles möglich. Mit der Einheit endete diese Erfahrung abrupt. Eine andere Wucht bahnte sich ihren Weg. Die Demokratie oder besser das demokratische politische System des Westens war weithin unbekannt. Das neue System folgte Regeln, Regeln, die viele erst überhaupt noch erlernen mussten. Der Weg war steinig, er war geprägt von Unsicherheit, er war geprägt von Enttäuschung, von Brüchen.
Eine Erfahrung, die Millionen von Menschen im Osten teilen. Die Erfahrung einer Transformation. Wahrscheinlich ein viel zu sanftes Wort, um zu beschreiben, was passierte. Die Erfahrung heftiger, harter Umbrüche in jeder einzelnen Biografie, die mit dem 3. Oktober 1990, der Einheitsfeier, nicht zu Ende waren, sondern da erst richtig begonnen haben. Das hat Menschen viel abverlangt, für manche auch noch mehr Flexibilität als Menschen möglich ist. Dieser ideelle Heimatverlust, wo das eigene Dorf und der Apfelbaum noch steht, aber alles andere darum sich verändert hat. Dieser Heimatverlust prägt immer noch und verunsichert immer noch bis heute sowohl die, die geblieben sind, als auch die, die gegangen sind. Arbeitsplätze in Industrie und Landwirtschaft fielen weg, oft über Nacht übrigens auch welche, die wettbewerbsfähig waren. Die Menschen verloren ihren Anker, ihre Arbeit, die dort eine zentrale Bedeutung für die Identität hat, oft auch ihre Heimat. Vielleicht in wenigen Zahlen. Zwischen 1990 und 1993 sind 1,4 Millionen Menschen aus dem Osten weggezogen, dorthin, wo Jobs und Zukunft waren. Selbst heute, 25 Jahre später, pendeln 404.000 Menschen, fast 10% der Berufstätigen im Osten, der Arbeit wegen in den Westen und 160.000 von Westen nach Osten. Eine Stunde ist das von Bayreuth bis ins thüringische Schiefergebirge oder bis ins sächsische Vogtland. Allein aus Thüringen sind das jeden Tag 90.000, Tendenz steigend. Zur ideellen Entwurzelung kommt aber noch eine sehr konkrete hinzu und umso wichtiger ist es dann, einen Ort, eine Gemeinschaft, eine Idee gemeinsam zu finden, die wir dann Heimat nennen können. Heute, 30 Jahre später, beginnen wir erst langsam zu verstehen, was das für die Menschen im Osten bedeutet. Wir, und ich sage bewusst als Ostdeutsche mich eingeschlossen, haben lange hingeschaut und gedacht, das wird sich schon irgendwie erledigen, das wird schon irgendwie werden, man wird sich schon daran gewöhnen, es wird schon gut werden. Lange genug hat der Aufbau Ost, wenn der Osten wie im Westen ist und alles eins, die Einheit dann wohl vollendet hätte, Fragezeichen, nein. Ein trügerischer, ein einseitiger Blick durch eine sehr westdeutsche oder sehr oberflächliche Brille, wie gesagt, mich eingeschlossen. Was er übersieht, Millionen von Menschen haben die Transformation im Osten als realen Verlust von Heimat erfahren, als Ort der Geborgenheit, der Zugehörigkeit, der Sicherheit, die plötzlich nicht mehr da war. Der alte Staat zusammengebrochen, im neuen Staat noch nicht angekommen, nicht geachtet, nicht auf Augenhöhe. Und ich sehe dort einen Kern unserer Debatten um Zusammenhalt. Die Ossis gehören eben dazu. Zukunft kriegen wir nur gemeinsam. Und es gibt noch was anderes. Wir leben nicht nur in Zeiten Verunsicherung, sondern in Zeiten von riesiger Transformation. Wir reden über Digitalisierung, wir reden über die Bekämpfung der Klimakrise. Es gibt ein paar Menschen in diesem Land, und sie leben nicht weit von hier, die das auf grundständige Art und Weise erfahren haben, die solche gesellschaftlichen Umbrüche erlebt haben und die sie gemeistert haben. Nicht immer mit Heiterkeit, nicht immer mit Zukunftsoptimismus, aber sie haben es geschafft. Vielleicht lohnt es sich ja, mal nachzufragen. Letztlich sind im Osten blühende Landschaften entstanden, hier und da. Leipzig, Potsdam, Jena, Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt der Republik. Ich musste das erwähnen an dieser Stelle. Sieht alles wunderbar aus. Den DDR-Einheitsgrau sind Häuser mit bunter Vielfalt, die saniert wurden, entgegengetreten. Die Straßen in Trockenborn-Wolfersdorf bei mir in Thüringen sind besser als manche im Ruhrgebiet. Aber die wirtschaftliche Annäherung des Ostens stagniert eben. Die Lohnunterschiede betragen immer noch 15%. Es gibt kein einziges DAX-Unternehmen aus dem Osten und übrigens auch keinen DAX-Vorstand, der aus dem Osten kommt. Doch es gibt einen, der jedenfalls der McDonald's-Chef Deutschland ist, der in Halle geboren wurde. Das ist nicht lustig. Aber bei den Führungspositionen in der Republik, und wir haben das uns ein bisschen verstellen lassen, dadurch, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin war, ist völlig klar, sie kommen in aller Regel aus Westdeutschland. Und das gilt sogar für die Führungspersonen in Ostdeutschland, die vor allen Dingen aus dem Westen kommen.
Die deutsche Einheit hat eben gerade nicht Einheit gefördert, sondern macht sichtbar, wer dazugehört und wer eher nicht. Aber die größte Geschichte der Einheit, und das ist die positive Aussicht, die ist sehr schmal und zugleich sehr lang. Das ist das grüne Band. Das ist dort, wo früher die Grenze war und wo es den Schießbefehl gab. Da ist es heute grün. Dort haben seltene Arten ihr Zuhause, der Fischotter, die große Rohrdrommel oder die Trollblume zum Beispiel. Und da ist ein nationales Naturmonument entstanden. Was für ein wunderbares Symbol. Dort, wo geschossen wurde, wo Stacheldraht war, wo alles Trennende war, dort hat sich jetzt die Natur breit gemacht. Und wenn es um die Faszination der Einheit geht, dann hoffe ich, dass wir eines Tages sagen können, ja, wir gehören wirklich zusammen, weil wir miteinander reden und weil wir uns füreinander interessieren, weil wir zuhören können und weil wir nicht übereinander, sondern beieinander reden. Ich habe in einer Diskussion in Chemnitz vor ein paar Wochen diese Situation erlebt, so hart wie eigentlich noch nie in meiner politischen Geschichte, und die ist sehr lang. Dort waren sie alle da. Es waren die Bürgerbewegten da, die Flüchtlingshelfer, es waren die AfD-Funktionäre da und die Identitäre Bewegung, und Pegida war auch im Raum. Und es war zu spüren, dass man eigentlich nicht mehr miteinander sprechen konnte, man kannte sich ja. Und der schlimmste Vorwurf war, mein Arbeitskollege und mein Nachbar, die waren letzte Woche auf der falschen Demonstration. Und die falsche Demonstration war immer die jeweils andere. Und wir haben 3 Stunden lang miteinander geredet. Menschen haben sich ausreden lassen, zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder. Und es ist gelungen, Gemeinsamkeit zumindest darüber herzustellen, dass man in einem Raum bleiben kann und miteinander reden. Und für mich die schönste Erfahrung, als die Veranstaltung zu Ende war, redete man weiter. 1 Stunde, noch 1/2 Stunde. Und als es kurz vor Mitternacht war, sind die Letzten nach Hause gegangen, weil der Bedarf danach, darüber miteinander zu reden, was Gemeinwesen ausmacht, so wahnsinnig wichtig ist. Und weil die Frage, ob wir eigentlich Orte haben, an denen wir Gemeinwesen heute leben können, ich habe vorhin über dieses technische Daseinsvorsorge geredet, so elementar ist. Haben wir diese Orte, wo man nicht einen Kaffee bestellen muss, damit man dazugehört, oder ein Bier oder was auch immer? Haben wir sie genügend? Haben wir genügend Schwimmbäder und Bibliotheken? Haben wir genügend öffentliche Plätze, Sportplätze und so weiter? Es mag klein klingen, aber ich glaube, wir sind gerade dabei zu verachten, dass diese öffentlichen Orte der Begegnung so unfassbar zentral sind dafür, dass wir Heimat im wahrsten Sinn des Wortes erleben können, mit denen, die wir sonst nicht automatisch treffen. Wir sind wieder beim Leben in der Stadt, wo man diesen Alien aus der eigenen Verwandtschaft nicht einfach so sehen kann. Und deswegen mein Plädoyer, Heimat heißt auch, politisch betrachtet, diese öffentlichen Orte zu schaffen und dafür zu sorgen, dass es sie gibt. Ernst Bloch hat in seinem berühmten Buch Das Prinzip Hoffnung geschrieben, in einer demokratischen Gesellschaft, ich zitiere, entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Nein, wir waren da noch nicht. Wir müssen da erst hin, und deswegen müssen wir den Ort finden, der Heimat ist. Und für die Demokratie erst recht braucht es diese Art von Zivilgesellschaft, die sagt, ja, das wollen wir. Im Französischen gibt es das schöne Wort Citoyen. Bei uns heißt es im Moment Wutbürger. Und mit dem Citoyen ist nicht der in den gelben Westen gemeint, die ja übrigens mit zentralen und richtigen Anliegen auf die Straße gehen, aber leider gewalttätig werden und meinen, man könnte Gerechtigkeit mit dem Anzünden von irgendwelchen Dingen schaffen. Nein, es geht um die Leute, die darüber nachdenken, wie Gesellschaft zum Besseren zu verändern wäre und was sie selber dafür tun könnten. Das ist ein hoher Anspruch, und ich weiß gar nicht, ob ich ihm genügen würde, ob ich das immer zu und immer wieder tue. Aber dieses Leitbild ist eine ganz wichtige Figur. Es ist das Gegenteil des Wutbürgers. Es ist sozusagen die Mutbürgerin oder der Mutbürger. Und wenn ich einen Weihnachtswunsch an Sie haben darf, dann
Werden Sie doch Mutbürgerin und haben Sie den Mut, Mutbürgerin oder Mutbürger zu sein. Und so will ich am Schluss auf das Zentrale kommen, wenn es um Heimat geht, nämlich um die Ökologie. Auch wenn wir von Engagement, dem Großen und dem Ganzen, Solidarität und Heimat sprechen, dann können wir daran nicht vorbei. Zugehörigkeit, Zusammenhalt, Glaube, Einheit. Eine Bäuerin hat mir in diesem Sommer bei einer Sommerreise gesagt, wissen Sie was, das mit der Politik, das ist schon alles wichtig, das verstehe ich. Aber wenn es unsere Erde dann nicht mehr gibt, dann können wir das auch vergessen. Und sie hat recht. Im Gespräch über Heimat fällt einem ja auf, dass es bei vielen darum geht, wie es schmeckt, wie es riecht. Bei mir sind es die Klöße oder eben der Stollen, die Weißwürste sind es bei anderen oder das Wattwandern. Unsere Pressesprecherin kommt aus Bayreuth, die wollte mit mir eine Diskussion um Bratwürste anfangen. Als Thüringerin sehr, sehr schwierig. Aber immer, eigentlich immer geht es auch um Natur. Und deswegen löst deren Zerstörung so viele Emotionen aus. Sogar Demonstrationen über den Hambacher Wald war hier die Rede. Ob es das Feld ohne Ackergifte ist, der Erhalt der Arten, ob es das Wasser ist ohne Nitrate, Mikroplastik. Sie haben hier in so einem Trailer gezeigt, dass sich jetzt Leute darüber Gedanken machen, ob das der menschlichen Gesundheit schadet. Ich würde einfach nur sagen, ich will das nicht in meinem Körper und das andere kann auch gerne jemand erforschen. Ich weiß, ich bin an einer Universität, das gehört sich nicht, aber kann auch einfach sagen, nein, das braucht es nicht. Ich brauche kein Mikroplastik bei mir drin. Die gesellschaftliche Dynamik hätte übrigens die grüne Bewegung niemals so stark werden und entfachen lassen können, wenn es dabei nicht um Heimat und Heimatgefühl geht, um etwas zu erhalten, was lebenswert ist und Identität schafft. Sie startete als Graswurzelbewegung. Da ging es um das Atomkraftwerk nebenan oder den sterbenden Wald vor der Tür. Ökologie und Heimat sind so eng miteinander verknüpft. Nicht umsonst verwenden Menschen für die Heimat oft das Bild des Baumes, der gepflanzt wird und Wurzeln schlägt. Mittlerweile müssen wir die Umweltpolitik und vor allem die Klimapolitik aber noch viel deutlich größer denken als im Nahbereich Heimat, als bei mir zu Hause um die Ecke. Sie haben die Klimakonferenz in Katowice erlebt. Es geht um diesen Planeten. Und dieser Planet wird gerade zugrunde gerichtet. Wir haben die Auswirkungen gesehen, die Dürre und die brennenden Wälder. Es ist kein Problem, das wir allein lösen können. Es ist ein globales Problem. Und die Frage ist, ob wir die Solidarität auf diesem Planeten, auf unserer Heimat, bereit sind aufzukündigen, wie das die USA gemacht haben oder Brasilien, oder ob wir uns für noch viel ambitioniertere Ziele einsetzen. Das 1,5-Grad-Ziel und seine Dramatik hat gezeigt, dass es nur noch ganz, ganz wenige Jahre gibt, in denen wir die Klimakrise in den Griff bekommen können. Machen wir es plastisch. 52 Inselstaaten sind vom Klimawandel in der Art bedroht, dass der steigende Meeresspiegel ihr Land nicht nur verheert, sondern vollständig verschwinden lässt. Ein Staat wie Kiribati, rund 100.000 Einwohner, nur unwesentlich mehr als Bayreuth, besteht überwiegend aus Koralleninseln. Anders als Bayreuth ragt die Landfläche der Inseln, die den Staat bilden, im Durchschnitt kaum 2 Meter über Wasser. 2050 werden diese Inseln überflutet sein. Das Staatsterritorium, die Heimat, verschwinden restlos. Und dann? Klimaschutz ist also tatsächlich Heimatschutz. Diese Entwicklung ist absehbar, sie ist eingetreten und sie ist nicht mehr rückzudrehen, sondern nur noch zu stoppen. Man kann die Klimakrise leugnen. Man kann das ignorieren, das hält aber den Prozess nicht auf. Ein bisschen erinnert mich das an die Situation 2011, als man vor den Herausforderungen noch gern die Augen verschloss. 2011 brach nämlich der Syrienkrieg aus. Zuvor gab es 4 Jahre lang eine schlimme Trockenphase dort, Folge der Klimakrise, Wasser war Mangelware. Die Folge war Armut, eine erste Fluchtbewegung innerhalb des Landes, die lange Dürre, der Hunger, die wirtschaftliche Not
verschärften sich und die eh schon angespannte Situation in Syrien explodierte noch ein Grund mehr, warum die Menschen gegen den Diktator Assad auf die Straße gingen und der Bürgerkrieg seinen schrecklichen Lauf nahm. Kaum jemand weiß, wenn man über diesen Krieg redet, dass eine der Ursachen die Wasserknappheit und die Dürre waren. Die Flüchtlingszahlen in den angrenzenden Ländern stiegen, in der Türkei, in Jordanien, im Libanon platzten die Lager aus allen Nähten. 2011 haben wir noch darüber geredet, ob wir 5.000 oder 10.000 Syrer in Deutschland aufnehmen müssten und 2015 platzte diese Illusion. Die Erhitzung der Erde können wir nicht mehr aufhalten, aber wir können sie verlangsamen und stoppen. Wir können uns darauf vorbereiten, dass Menschen auf der ganzen Welt jetzt schon droht, ihre Heimat zu verlieren. Und deswegen gibt es in dem viel diskutierten UN-Migrationspakt einen Artikel 21, der eine Klausel für Umwelt- und Klimaflüchtlinge enthält. Und es geht nicht anders, als wenn wir über Heimat reden, heute auch genau darauf zu verweisen. Man kann diese Bedrohung der Heimat ignorieren, aussitzen, abstreiten. Die Folgen werden eben dann härter sein. Und deswegen müssen wir sie radikaler bekämpfen, als wir bisher gedacht haben. Wer seine Heimat liebt, der schützt sie und wartet nicht, bis es fast zu spät ist. Und wenn Sie ein Bild dafür brauchen, dann schauen Sie sich die Bilder von Alexander Gerst an, die so eindringlich darauf hingewiesen haben, wie wunderschön und wie zugleich gefährdet unser Planet ist. Und nichtsdestotrotz, Heimat bedeutet für mich Zuversicht und Zugehörigkeit. Sie braucht so viel Ordnung, dass das Ungewisse nicht verängstigt und aber auch so viel Unordnung, dass es nicht langweilig wird. Heimat, wie ich sie mir wünsche, findet in einer offenen Gesellschaft statt, im Miteinander, im Austausch, im Streiten, im Wollen füreinander. Sie ist per se ein heterogener Ort. Und wenn Sie jetzt zu Weihnachten nach Hause fahren, in die Heimat, dann wird ja viel passieren. Das Nette, wovon vorhin die Rede war, man sieht die Eltern und die Menschen, die man liebt. Und ungefähr nach 30 Stunden treten die ersten Konflikte aus. Wenn man dann noch in der Schwiegerheimat ist, kann das noch schwieriger werden. Da trifft Würstchen und Kartoffelsalat auf Weihnachtsgans, Bescherung vor dem Essen, wie ist es mit der Kirche? Und überhaupt war früher viel mehr Lametta. Das Gute ist aber doch, dass wir Heimat immer wieder aushandeln können. Sogar an diesen heimlichen und heimeligen Festen. Deswegen genießen Sie den Rest Advent. Und wie heißt es doch so schön im Psalm? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Man könnte auch sagen, der Nachbar, die Schwiegermutter oder wer auch immer davor steht. Lassen Sie sich und die anderen zur Besinnung kommen. Mut und Hoffnung. Weihnachten ist übrigens das Fest der Ankunft. Und wie heißt es doch, wenn es um Heimat geht? Ich möchte so gerne angekommen sein an dem Ort, an dem ich noch nie war. Herzlichen Dank.
Liebe Katrin, vielen Dank für die Einordnung des Heimatbegriffes. Und ich glaube, wir haben alle viel darüber nachzudenken, wie wir selbst, das habt ihr ja am Anfang gesagt, diesen Begriff tatsächlich werten. Dank deiner Ausführungen können wir das sicher deutlich besser. Und es ist auch nochmal unterstrichen worden, dass wir ohne diesen Begriff tatsächlich nicht auskommen und die Gefahr, ihn nicht zu benutzen, weil man Sorge davor hat, dass andere ihn benutzen, von denen man sich abgrenzen müsse oder möchte. Diese Gefahr hast du aufgelöst und dafür danke ich dir sehr. Auf meinem Zettel steht Gastgeschenk unter dem Rednerpult. Wer bei uns sozusagen redet, bekommt auch ein Gastgeschenk. Der Präsident hat ja schon darauf hingewiesen, es gibt diesen besonders schöne Maskottchen. Katrin Gröhing-Eckardt hat gesagt, das ist auf jeden Fall mal kein gefährdetes Tier, gehört noch nicht zu den gefährdeten Tierarten. Noch nicht. Wer weiß, ob es sozusagen bei der Begeisterung, die das Maskottchen auslöst, in der Republik irgendwann dazugehört. In jedem Fall ein entsprechendes Gast. Da wir ja unsere Weihnachtsvorlesung immer ausklingen lassen mit Lebkuchen und Glühwein, hat die Referentin und ich, wir haben gerade abgesprochen, dass wir die Diskussion, die anschließend sich soll, dorthin verlagern und dementsprechend dann auch die Möglichkeit haben, noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Katrin Gröhing-Eckardt wird sozusagen dann die Fragen, die ihr euch jetzt überlegt habt oder den Standpunkt, den ihr angefangen habt, euch zu überlegen, gerne mit euch noch besprechen, in einem begrenzten Zeitraum, wenn ich das sagen darf. Aber wir haben normalerweise ja die Zielrichtung, im Wesentlichen die Studierenden fragen zu lassen und insofern haben die jetzt auch den ersten Zugriff, in Anführungsstrichen, wenn ich das so sagen darf, auf die Referentin. Ich darf mich bedanken, neben der Referentin, bei Ihnen, lieber Herr Präsident, bei den Kolleginnen und Kollegen der Fakultät und der gesamten Universität, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Instituts, die das hier mit besonders vorbereitet haben, bei Ihnen, Herr Eggers, und dem Universitätsverein, dass er diese Veranstaltung immer entsprechend unterstützt, bei der Technik, die auch den Livestream dieses Mal wieder möglich gemacht haben, bei den Studierenden, die diesen Tag mit vorbereitet haben. Das ist dann doch immer viel mehr Arbeit, als man denkt. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr das möglich gemacht habt, schon in der Planung. Bei Ihnen, liebe Sarah, und bei Ihnen, lieber Dominik, für die Vertretung sozusagen der Studierenden hier mit eurem Jahresrückblick und natürlich bei der Big Band, die immer wieder Wenn ich einen Wunsch äußern darf für das nächste Mal bei denjenigen, die den Raum organisieren, wenn ihr dieses wunderschöne Blume da oder Tannenbaum vielleicht nicht direkt vor die Sängerin stellt, das würde diese Seite auch echt erfreuen. Aber wir haben ja dank eine Kamera, da haben wir sie dann ja doch gesehen. Liebe, kann sie einmal nach vorne kommen, dass wir sie sehen? Aber wir hören sie ja, das ist so toll. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Universität, liebes Auditorium, im Namen unserer Fakultät, im Namen der Universität möchte auch ich Ihnen eine gesegnete Weihnacht wünschen. Wir haben ja davon gehört, dass es gut und wichtig ist, sich füreinander stark zu machen. Weihnachten ist vielleicht genau ein solcher Moment, von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort. Wir haben ja hier das geflügelte Wort zu Weihnachten, Frieden von Bethlehem bis Bayreuth. Das wäre jedenfalls sozusagen ein Wunsch, den wir haben. Frieden und Trost in
euren Häusern und in den Häusern unseres Landes, in denen es schwierig ist. Und schließen möchte ich mit einem Wort, weil du auch noch mal auf den christlichen Kontext hingewiesen hast, in dem Weihnachten ja steht, der für viele von uns manchmal nur noch schwer nachzuvollziehen ist, die Umfragen in den Schulen im Hinblick auf die Bedeutung des Weihnachtsfestes sind zum Teil durchaus nicht ermutigend, wenn es darum geht, ich habe ja vorhin mit den Geboten gesprochen, du sollst keine anderen Götter haben neben dir als neben mir, neben dir, nein, neben, ja, so, da fängt schon an, du sollst keine anderen Götter haben, dann ist es neben mir, dann ist es sozusagen der Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, in der Verortung, wenn Sie nach Hause gehen, wenn Sie Weihnachten zu Hause feiern, vielleicht mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer etwas abgewandelt, sich das Ganze nochmal vorzustellen. Er hat nämlich gesagt, wer Gott in Jesus Christus, also dem Kind, was da geboren wird in der Krippe, findet, weiß, wie wunderlich sich Gott in der Welt verbirgt und wie er gerade dort am nächsten ist, wo wir ihn am fernsten glauben. Das wünsche ich Ihnen und in diesem Sinne alles Gute für Sie und Ihre Familien und auf ein gesundes Wiedersehen im Jahr 2019. Vielen Dank. Applaus